Damn. Yeah. Hallöchen, ja, da es ja erst im Trend liegt, seine Fresse hier zu zeigen, was ist das denn schon? Da kommt irgendeine Fehlermeldung und down. Ist ja auch egal. Heute mal so ein bisschen anderes. Ich hoffe, Bild und Ton haut ungefähr hin. Ich habe das jetzt schon das zweite Mal, also ich nehme das jetzt quasi das zweite Mal auf, weil beim ersten Mal hat irgendwie eine Einstellung nicht gepasst. Das ist jetzt meine Webcam. Weil es halt einfach schneller und einfacher ging jetzt für mich. Ja, Frage-Antwort. Ich hatte gefragt, ist schon eine Weile, ja, ich war jetzt krank, man hört es vielleicht noch ein bisschen. Aber Kaffee ist am Start, Handy ist am Start. Ich blende euch die Fragen wie immer unten ein und ja, legen wir mal los. Tom hat gefragt, hast du immer noch so viel Spaß an deinem Hobby wie zu Beginn? Ja, also man hat so hoch und tiefs so ein bisschen, wenn jetzt irgendwie Strecken verloren gehen oder Auto ständig kaputt geht oder wie auch immer. Aber im Großen und Ganzen, ja, auf jeden Fall, würde ich so sagen, ja. Als nächstes fragt Luca, kannst du mir mal sagen, was du für Autos du hast? Kannst du mal sagen, was für Autos du hast? Sorry. Kyosho MP7,5 Sport 2 Brushless Umbau und ein Traxxas E-Max Brushless. Nur zwei Autos zurzeit. Ja, kommen aber wieder mehr. Keine Frage. Matthias André fragt, was hast du mit deinem E-Max noch vor? Sprich Tuning. RPM Querlenker. Dämpferbrücken vielleicht noch aus Alu, weiß ich noch nicht. Aber dann vielleicht noch ein Chassis später. Aber sonst, ich habe jetzt die Bulkheads sind ja, Skidplates sind aus Titan. Unten die mittlere Skidplate, die werde ich mir noch aus Titan holen. Neue Reifen sind unterwegs. Ansonsten, Dämpfer sind auch unterwegs. Ja. Das war's im Prinzip. Ja. Sozusagen. Dann Daniels RC-Kanal. Kann man einen 2S und einen 3S-Lipo zusammenfahren, also als 5S? Im Prinzip schon, aber würde ich von abraten, weil das ist nicht so cool, weil das sind unterschiedliche Zellen, unterschiedliches Alter der Zellen, unterschiedliche Hersteller, blablabla. Nee, würde ich nicht machen. Sollte man auch nicht machen, hol dir dann lieber einen 5S-Block oder fahr halt 4S oder 6S, je nachdem. Also 4S finde ich eher am besten bei allen Sachen. Ja, hol dir da einen 4S-Block oder halt 2S, dann kommst du sogar noch billiger weg und dann ist alles gut. Also ich würde davon abraten. Man kann es theoretisch machen, aber ich würde davon abraten. Dann fragt Multikulti Laser CS, Frage 1, welchen Kyosho holst du dir als nächstes? Wenn ich mir noch mal einen holen würde, erstmal Grüße an dich, wenn ich mir noch mal einen holen würde, wäre es vielleicht ein MP9 TKI 3, 4 als Kit, vielleicht. Ansonsten, die haben coole Modelle, aber die optisch geil aussehen, sind dann meistens technisch totaler Müll irgendwie. Weiß nicht, also so viel geile Autos, finde ich, hat Kyosho eigentlich gar nicht, außer abgesehen von die Buggies. Ein Truckie würde ich mir noch wünschen, aber, ne. Schwere Frage. Dann ist Corona echt das beste Bier. Ja, definitiv. Also bei mir persönlich ist Corona auf Platz 1. Dann kommt Beck's und dann kommt Hasseröder. Die drei Sorten ist das einzige eigentlich, was ich trinke. Also jetzt, wenn ich mal trinke. Ja. Dann, wo bleibt die Einladung? Die Einladung hast du. Einladung meint ihr halt für den Garten zum Grillen. Apropos Garten, Laser nötigt mich jetzt schon eine ganze Weile, Videos über den Garten zu machen, was ich so alles mache und so, also so heimwerkmäßig. Wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr mal einen Kommentar schreiben, wenn ihr auf so eine Heimwerker-Ding so ein bisschen Bock habt, dass ihr so ein bisschen seht, was ich noch so nebenbei mache, schreibt es einfach und dann werde ich das mal umsetzen. Ja, Einladung, wie gesagt, steht, ne? Ja. Wo war ich jetzt? E-Max, so, das hatte ich schon. Hier, was hältst du von 1 zu 5? 1 zu 5 ist eine geile Sache, wenn man den Platz hat. Ist das eine richtig geile Sache, finde ich. Also es macht auf jeden Fall Fun. Ich habe den 5SC hier von Alex noch rumstehen.
geil, macht Fun, aber man braucht halt auch den Platz dafür. Ich meine, Brushless ist jetzt okay, der 5SC ist auch geil, weil er wiegt halt nur 13 Kilo, weil er halt vom Savage abstammt, ne? Aber wenn es jetzt Lossy 5T in die Richtung geht, dann wird es natürlich ein bisschen schwerer, so 18, 20 Kilo. Wird schon schwierig. Das Ding kann man nicht lange hucken. Ja. Und man braucht natürlich halt auch Platz zum Fahren, ne? Also Verbrenner wäre jetzt bei mir zum Beispiel scheiße, weil ich hier nur Wasser und Wälder habe und das ist alles Naturschutzgebiet. Das heißt, ich habe keine Chance, hier irgendwo zu fahren damit. Ist halt schwierig, ne? Eine Motocross-Strecke haben wir hier in der Nähe, ja, aber also da immer hinzukutschen, das ist halt auch, ne? Ja, aber es ist geil. Also. Häuser Yannick fragt, würdest du dir ein Lossy 5T kaufen? Wie zu den eben genannten Gründen eher nicht. Ist ein geiles Auto, keine Frage, aber würde ich eher nicht machen, weil halt einfach der Platz hier bei mir nicht gegeben ist. Ist halt scheiße. Und dann hat nochmal der Laser gefragt, ich habe noch eine Frage, und zwar, was sagst du zum Verhalten der Zuschauer, dass manche Leute absolut keinen Respekt mehr haben? Ja, das ist mir in letzter Zeit auch schon aufgefallen. Irgendwie vermehrt sich diese Mentalität mit diesen Internet-Eiern, wie man so schön sagt, Provokation. Oh, sorry. Und ich muss sagen, es nervt schon echt hart. Ich meine, manche Leute sind der Meinung, dass wir die Videos machen für sie und wir müssen das auch machen. Also sprich, wenn wir jetzt, ich spreche es mal allgemein, wenn man jetzt ein Video über ein Boot macht, ist es scheiße, weil es ist ein Boot. Wenn man ein Video über einen Crawler macht, ist es scheiße, weil es ist ein Crawler. Dann kommen Kommentare wie, mach mal wieder, was weiß ich, ein Bash-Video, dann macht man ein Bash-Video, dann ist es wieder scheiße, weil, keine Ahnung. Es nervt halt brutalst. Also ich meine, ihr vergesst immer, in dem Rahmen, wie wir das jetzt machen, ich, Laser, unser Modellbau-Blog, German Aussie Playground, das Silver Aussie, Garys Modellbau-Blog, was auch immer, die Kanäle betreiben wir, also wir betreiben das in so einem Maßstab, in so einer Qualität quasi. Das ist echt. Wie soll ich sagen? Es ist unfair und es wurmt einen, wenn Leute das dann nicht schätzen, weil das ist jetzt nicht wie 90% der Videos auf YouTube über RC, einfach irgendwelche hingeklatschten Videos, sondern ich weiß zum Beispiel von Benny, UMB und auch von Laser, dass da Tage drauf gehen, um diese Videos zu produzieren. Ist ja bei mir auch, wenn es um Schnitt geht, man muss erstmal Location finden. Das vergessen immer viele, weil wir, ne, wir machen halt mehr Videos als andere. Dadurch wird es bei uns auch immer enger. Man braucht erstmal ein Fahrzeug, eine Location, Equipment, was einen Haufen Geld kostet. So, dann macht man das Video, macht seine Szenen, kommt nach Hause, muss erstmal Musik finden, weil YouTube ist ja nicht einfach. Man hat die GEMA. Man hat Plattenlabels, die einem alles vermiesen, bibabo. Also muss man erstmal Musik finden, dann muss man das Video schneiden, wenn möglichst auf den Beat. Alles so eine Sachen. Und das nervt dann halt wirklich, wenn dann Leute kommen und sagen, oh, das Video ist scheiße, 10 Dislikes, was auch immer. Ich meine, das bei mir ist zum Glück der Ausnahme. Aber ist halt schon echt hart nervig. Und wie gesagt, diese Mentalität mit diesem, auf Deutsch gesagt, großen Schnauze im Internet, ist so ein Generationsding, glaube ich, keine Ahnung. Ich weiß nicht, die denken, das ist alles anonym und können dann auf dicke Hose machen, wie auch immer. Ja, das ist meine Meinung dazu. Was wollte ich jetzt, irgendwas wollte ich noch sagen, keine Ahnung. Ja, weil mich viele Leute gefragt haben, warum es kein Bash-Video kommt, ihr seht es jetzt nicht, aber das Wetter ist echt nicht so toll. Sind immer ein paar Stunden schönes Wetter und danach fängt es wieder an mit bewölkt und so. Und für Bash-Videos will ich halt immer die beste Beleuchtung haben, also muss ich halt leider auf Sonne warten. Ist halt leider so, ich kann ja keine Softboxen mit rausschleppen oder was auch immer. Deswegen kommen halt zurzeit keine Videos. Also, wenn ich es mache, mache ich es richtig, bin ich der Meinung.
Und wenn halt das Wetter scheiße ist und es nicht dementsprechend ist, mache ich halt lieber gar kein Video statt irgendein schlechtes Video. Ist halt ganz einfach so. Deswegen habe ich jetzt wieder ein Frage-Antwort-Video gemacht. Es kam zwar jetzt auch ein bisschen später, weil ich krank war, aber ja, mein Gott. Dann geht's weiter mit Tischvideos, weil der E-Mix wird dann noch fertig gemacht. Da kommen noch ein paar Sachen. Das dauert leider jetzt schon über einen Monat. Das ist echt nervig. Also es wird wohl. Aber das erkläre ich euch dann in dem Video, warum, weshalb. Und das wird auch das letzte Mal gewesen sein, dass ich diese Firma bestelle, definitiv. Nervt halt. Weiß ich nicht, sind jetzt. Naja. Ist ja auch egal. Wie gesagt, schreibt mal bitte in die Kommentare, wenn ihr Bock auf so eine Gartenvideos habt oder so ein Heimwerkvideos, keine Ahnung. Schreibt das mal in die Kommentare, dann weiß ich selber. Ich könnte noch mehr, wie ich habe ja mehr Hobbys, aber wie es zum Beispiel hier ist, Dampfen zum Beispiel, das ist dann wieder nicht so toll wegen Jugendschutz und sowas. Ich weiß, ich habe viele junge Zuschauer. Ja, muss halt nicht sein, die da zu irgendwas zu verherrlichen, was nicht toll ist im Endeffekt. Gerade für junge Leute natürlich. Und ja, ihr seht, das Licht wird immer schlechter. Ich würde sagen, ich verabschiede mich und würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.